Hallo und herzlich willkommen hier zu einem, ja, wie soll man sagen, schon wieder zu einem kleinen Infovideo oder allgemein jetzt nur eine Klarstellung. Wir werden in nächster Zeit ein neues Let's Play aufmachen. So, und im Hintergrund spielen wir ein bisschen Rainbow Six Siege locker. Es ist jetzt ja bestätigt worden, oder besser gesagt allgemein, das ist ja das neue Event und eine Operator, also wir kriegen zwei DLCs in einem. Wir kriegen einmal die zwei neuen Operator, einmal Frankreich und einmal Russland. Einmal ein Nanobots, die eher heilen werden, und eine Drohne eben halt, davon wissen wir leider noch nicht viel, die was sie macht. Aber wir wissen ja zum Zombie-Modus, es gibt spezielle Packs, übrigens werden wir alle kaufen. Ich werde da dann für 50 Euro Paysafe ausgeben und dann werden wir so viele Alpha Packs kaufen, wie es geht. Und dann, ja, weil es gibt eben halt spezielle Kleidung und alles in der Zeit und die möchte ich natürlich haben. Ist ja ganz klar. Ist auch ganz klar, will ich natürlich haben, weil es gibt ihn nur für einen Monat. Vom 6. März bis zum 2. oder bis zum 4. April. Müsste ja eigentlich von 6. März bis zum 6. April gehen. So. Da werden wir auf jeden Fall so viele Videos drehen, wie es geht. Also jeden Tag werden wir auf jeden Fall Rainbow zocken. Da eben halt sehr viel Spaß haben, denke ich mal. Das war jetzt das zweite Thema, eher gesagt. Das erste Thema ist, es wurde ja vor ein paar Tagen Ghost War, also Ghost War in Ghost Recon Wildlands, gibt es ja schon ein halbes Jahr oder ein bisschen länger. Und da wurde ja in letzter Zeit der Rangmodus jetzt eingeführt und den wollen wir eben halt zusammen spielen. Ich muss noch hochleveln, ich glaube, ich bin Level 7, 6 oder so und möchte mit euch das eben halt spielen. Also gerne, wer mitspielen will, ruhig gerne sagen. Und aber ich meinte eher mit euch das Spielen und eben halt, dass ihr zuschauen könnt. Also eben halt, wir werden es live spielen am Freitag oder eben halt an einem am Wochenende safe und in den Frühjahrsferien, die sind ja auch bald. Ich lasse mich nicht täuschen. Ich guck mal nach. Hallo. Warte. Die Frühjahrsferien sind vom 5.3. bis zum 16.3. und dann 30.4. noch. Also vom 5.3. also eher gesagt vom 6. Eher gesagt vom 6.3. an werden wir die ganzen Ferien durchzocken. Also allgemein, wir werden vom 5.3. bis zum 16.3. durchzocken. Operation Chimera. Ich denke mal, Chimera wird da auch kommen. Und macht ja eher ein bisschen mehr Sinn dann, wenn das da kommt.
Aber ich weiß es nicht. Also am 20. Februar können wir eben halt schon mal Testserver spielen und Alpha Packs und so. Wir werden direkt am ersten Tag rausballern. Also wenn das mit der 6 Credits wirklich kaufen muss, wie mein Kollege Ghost sagte, dann bin ich schon mal vorbereitet. Vier Packs kriegen wir kostenlos und es gibt keine Duplikate, also irgendwann wird es eben halt, denke ich mal, aufhören. Und ist ja eigentlich ganz cool dann. Also erstmal so zu Rainbow, wir werden es hundertprozentig zocken, kein ohne Wenn und Aber. Ich konnte eben halt in letzter Zeit nicht aufnehmen, weil ja mit dem Bann. Ja, geil! Nein, Spaß. Wie gesagt, eigentlich will ich eher mit euch labern und nicht spielen. Ist ja keine Rainbow-Folge. Aber ja. Nur, dass ihr das schon mal wisst, dass für die Operation Chimera, wenn wir so oder so safe spielen, können wir ja immer eine Woche früher spielen. Weil wir ja Season Pass haben und ich hoffe ja, wir kriegen einen mehr. Also, dass wir eben halt ein Alpha Pack vielleicht mehr bekommen als Season Pass Inhaber. Aber ansonsten freue ich mich so oder so. Dieses Mal freue ich mich richtig, weil neuer Modus. Sonst kam hier eben halt nur neue Map und so und dann war ja langweilig, ne? Und ja, Ghost War, wenn wir auf jeden Fall regelmäßig jetzt mitzocken, bis der neue Modus eben halt da ist. Das dauert ja nicht mal so lange, also eher gesagt 3 Wochen und dann können wir schon mal einen Testserver spielen oder 2 Wochen. Also wenn diese Woche um ist, dann nur noch 2 Wochen, die wir warten müssen bis zu den Testservern und dann eben halt meistens ist ja eine Woche später Testserver wieder weg. Oder ja, oder eben halt solange die Season Pass Inhaber im richtigen Game das spielen können dann schon. Dann, also, dann gibt es noch für die normalen, also die kein Season Pass besitzen, geht der Testserver immer noch. Also allgemein, er geht immer noch. Solange das jetzt nicht für alle draußen ist, geht er immer noch. Also wir haben 2 Wochen. Theoretisch. Testserver. Und, ja. Finde ich eigentlich ganz geil, aber ich finde eher gesagt, man sollte Testserver da lassen, wenn dann eben halt, wenn ihr, sorry, ich konzentriere mich irgendwie aufs Spielen und nicht reden. Wenn man eben halt, wenn die wirklich jetzt rauskommen, auch ob sei es nur für uns oder nur für die Season Pass Inhaber, ist doch scheißegal. Dann haben die Pech gehabt. Testserver sind dann eigentlich theoretisch weg. Wenn wir jetzt mal auf Deutsch gucken. Und ich habe ihn getötet, weil er mich angeschossen hat.
So. Junge, voll richtige Noob mit einer Shotgun. So, egal. Wir wollten ja eher gesagt, ja nur klar machen, dass wir Ghost War jetzt öfter spielen und eben halt aber auch nicht safe jeden Tag kommen, dass wir eben halt eigentlich, dass ich will ja da nur mit sagen, Vollidiot, ey, meine erste Runde überhaupt nach 3 Wochen oder so und ist aber selber nur Silber 3. Oh. Hier. Bin da voll Idiot. Kein Leben. Da eben halt bald. Und da eben halt noch nicht das DLC für Rainbow da ist, wollte ich eben halt mit euch Ghost War spielen. Und allgemein jetzt erstmal. So, und da wir jetzt viel gelabert haben, will ich euch eine Folge geben. Einfach dazu. Eine richtige Folge. Also eben halt jetzt mal eine richtige Folge noch dazu für euch. Alles weh, mein Rücken, alles, ich habe Rücken.
Wir wollten gerade rauskicken. Oh mein Gott, er ist so. Man merkt vielleicht, dass er es rund ist. 3 Wochen. Und Stairs, die sind oben auf der Treppe hier. Idiot. One's kitchen. Ja, Mann, nerv mich nicht. Schrei halt ein bisschen rum. Schrei doch selber rum. Seid schon ein bisschen behindert, oder? Ah, alles klar, erstmal muten. Sorry. Aber. Ist aber echt schlecht. Buenos días. Ah.
Mr. Gandhi Gandhi. Bannerman, I need you. I need you. Oh, ich hasse das. Thanks. Ah, toll. Easy. Erstmal rauskicken. Ihr seid schlau. So, was mein jetzt zuerst?
Ach, schade. Ah, alles klar. Ja, mehr Glück als Verstand. Naja, ich freue mich eben halt aufs DLC und am ersten Tag werde ich auf jeden Fall, das ist ja in den Ferien, erstmal wieder so ein 10-Stunden-Stream. Oder eher so ein 3-Stunden-Stream. Sind wieder unten, du Fetter. The hatch is open. Okay.
klar, die Folge geht schon 33 Minuten. Ihr seid schlecht. Alles klar, in dem Fetcher. Ich dachte, ne, das ist Hibana. Und das erste Ghost War Match wird in den nächsten paar Tagen in der Bar. Also eben halt so morgen, übermorgen. Smoke is drip. Also es wird höchstwahrscheinlich morgen kommen. Hier. Pussy mit dem Messer. Naja, da sieht man wieder Idioten, die nichts wissen, was easy überhaupt bedeutet. Easy kann man nur dann schreiben, wenn man alle... Also wenn alle eben halt leben und wenn man eben halt, also in der letzten Runde alle leben und 3-0 gewinnen, kann man easy schreiben. Und das kann man nur schreiben, wenn man 5 Leute gekillt hat. Naja, ich würde dann sagen, ja gesagt, die kleine Rainbow-Info-Folge ist jetzt für heute zu Ende und wir sehen uns dann im Ghost War ja, in der Ghost War Folge. Also, schönen Abend noch. Ich
wünsche euch einen schönen Tag noch. Haut rein. Ciao. Take a body's high.